Hallo, schön, dass du wieder auf dem Kids-Team-Kanal bist. Ich bin Deborah und werde dir heute die Geschichte von Sven und Mark erzählen. Sven ist auf dem Weg in den Fahrradkeller, um sein Fahrrad zu holen. Er will noch ein bisschen auf der Straße fahren, bevor es dunkel wird. Mit seinen Eltern wohnt er in einem großen Mietshaus, in dem noch 9 andere Familien leben. Der Fahrradkeller wird von allen gemeinsam genutzt. Deshalb stehen dort auch viele Fahrräder, Roller und andere Spielsachen. Der Türgriff wackelt aber ganz schön, murmelt Sven, als er die schwere, rostige Eisentür des Fahrradkellers aufschließt. Er lässt den Schlüssel außen stecken und geht hinein. Wie immer knallt die schwere Tür mit einem lauten Rums hinter ihm zu. Da fällt Sven ein, dass er Mama noch gar nicht gefragt hat, ob er auf der Straße fahren darf. Das mache ich sofort, wenn ich wieder oben bin, denkt er und holt sein Fahrrad aus der Ecke neben dem großen Regal. In diesem Moment geht die Kellertür auf und Mark schiebt sein Fahrrad hinein. Der Junge wohnt auch in dem Mietshaus. Oh nein, der schon wieder, denkt Sven, denn Mark hat ihn schon oft geärgert. Ach, der kleine Svenny ist auch da, spottet Mark sofort, als er Sven sieht. Und schon knallt die schwere Eisentür wieder zu. Es ist kurz still. Dann macht es Bing. Mark dreht sich um. Ups, der Türgriff ist abgefallen. Sven kommt näher. Wie ist das denn passiert? Hast du zu fest daran gezogen? Mark bekommt einen roten Kopf. Ich habe den Türgriff auf dieser Seite gar nicht angefasst. Du hast wahrscheinlich selbst daran gezerrt. Und jetzt willst du mich beschuldigen. Sven verzieht das Gesicht. Also ich war das wirklich nicht. Ich glaube, der Griff war schon vorher locker. Mark versucht, den Türgriff wieder in das Loch in der Tür zu stecken. Er dreht ihn nach links und nach rechts, drückt und dann macht es wieder Bing, diesmal von außen. Oh nein, jammert Sven. Nun ist der andere Griff auch noch abgefallen. Wie sollen wir denn jetzt rauskommen? Er stemmt sich gegen die Tür. Doch es passiert nichts. Sie sind gefangen. Und Mama weiß noch nicht einmal, dass Sven in den Keller gegangen ist. Weiß jemand, wo du bist? Fragt er. Doch Mark schüttelt den Kopf. Sven sieht sich im Keller um und sucht nach einem Ausweg. Da oben! Ist doch das kleine vergitterte Fenster, ruft er plötzlich. Ich klettere auf das Regal und rufe so laut ich kann. Irgendjemand wird mich schon hören. Kannst es ja mal probieren, brummt Mark mit finsterem Blick. Gemeinsam schieben sie das Regal unter das Fenster. So, du musst festhalten, sagt Sven. Mark stemmt sich gegen das Regal und Sven klettert hinauf. Er hält sich am Fenstergriff fest und brüllt, so laut er kann, »Hallo! Hallo! Hört uns jemand? Wir sind im Keller eingesperrt! Hallo!« Auch Mark fängt an zu schreien, »Hallo! Hallo!« Dann lauschen die Jungen. Nichts. Das Kellerfenster liegt an der hinteren Seite des Hauses. Hier kommt nur selten jemand vorbei, nur einmal in der Woche. Immer samstags macht der Hausmeister hinter dem Haus sauber. Doch heute ist Dienstag. Sven klettert vom Regal und hockt sich auf den Boden. Mark setzt sich schweigend daneben. Die Jungen sind ratlos. Draußen wird es bald schon dunkel und niemand weiß, wo sie sind. Doch, sagt Sven auf einmal. Was? Mark schaut ihn erstaunt an. Doch, es weiß jemand, wo wir sind. Mark springt auf. Was? Wer denn? Der Jesus weiß es, erklärt Sven. Er kann uns helfen. Mark verdreht die Augen und lässt sich wieder auf den Boden plumpsen. Mann, ich dachte schon, du hast wirklich eine Lösung. Dabei machst du eine Witze. Sven schüttelt den Kopf. Das ist kein Witz. Der Jesus kann wirklich helfen. Warum habe ich nicht früher dran gedacht? Jetzt höre endlich auf, sagt Mark ärgerlich.
Wie kann der denn helfen? Der ist doch tot. Ich hab mal irgendwann gehört, dass er am Kreuz gestorben ist. Also, wie soll das denn gehen? Sven lässt sich nicht beirren. Er faltet die Hände. Herr Jesus, du bist der Einzige, der weiß, wo wir sind. Bitte, hilf uns, dass wir bald wieder aus dem Keller rauskommen. Amen. Und zu Mark sagt er, es stimmt, der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben und in ein Grab gelegt worden. Aber nach 3 Tagen hat Gott ihn auferweckt. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und er will uns helfen. Ach du immer mit deinem Jesus, schnauft Mark und lehnt sich gegen das Regal. Lass dir lieber etwas Richtiges einfallen, wie wir wieder rauskommen. Ich will schließlich nicht die ganze Nacht hier unten sitzen. Sven schaut erstaunt. Was ist das? Rollen da bei Mark ein paar Tränen? Ist Mark vielleicht doch nicht so stark, wie er immer tut? Irgendwie hat Sven jetzt sogar Mitleid mit ihm. Auf einmal hört Sven ein leises Geräusch. Es kommt von dem kleinen Fenster. Als er nach oben schaut, sieht er einen braunen Hund, der sein Fell am Fenstergitter reibt. Sven stößt Mark an. Sieh mal, der Hund! Wo ein Hund ist, ist bestimmt auch sein Herrchen. Flink klettert Sven auf das Regal, während Mark sich wieder dagegen stemmt. Sven schaut aus dem Fenster. Der Hund hebt gerade sein Bein an einen Busch und macht Pipi. Du musst ihn irgendwie aufhalten, drängt Mark. Er darf auf keinen Fall weglaufen. Da fällt Sven ein, dass Hunde gerne spielen. Er klopft leicht gegen die Scheibe, bis der Hund ihn bemerkt. Dann lässt er seine Finger an der Scheibe nach oben und wieder nach unten wandern. Und tatsächlich, der kleine Hund will mitspielen. Er hüpft hoch und duckt sich runter, um die Finger zu fangen. Dabei bellt er und wedelt mit dem Schwanz. Das macht ihm Spaß, freut sich Sven. Kommt sein Herrchen denn immer noch nicht? Keucht Mark. Da, was ist das? Ruft da nicht jemand? Jetzt hört Sven es genau. Komm, Pfiffi, komm. Komm zu Frauchen. Es klappt. Sven macht einen Hüpfer auf dem Regal, sodass er zu schwanken beginnt. Fast fällt es um, aber Mark kann das Regal gerade noch festhalten. Sven spielt weiter mit dem Hund und klopft mit der anderen Hand kräftig gegen die Scheibe. Da, endlich. Es nähern sich Schritte und dann schaut die alte Frau Meisel aus Wohnung Nummer 7 durch das Kellerfenster. Sven war noch nie so froh, die Nachbarin zu sehen. Laut brüllt er durch die Scheibe, »Wir kriegen die Tür nicht auf!« Die alte Frau nickt und geht davon. Pfiffi rennt hinterher. Sven springt vom Regal hinunter und erschöpft hocken sich die Jungen wieder auf den Boden. »Zum Glück kam der Hund ans Fenster«, schnauft Mark. »Das war kein Glück«, antwortet Sven. Das war der Herr Jesus. Ihm können wir danken. Er hat geholfen, dass wir hier gefunden wurden, denn der Herr Jesus kann immer helfen. Mark schaut eine Zeit lang auf den Boden. Dann sagt er, kannst du mir noch mehr von deinem Jesus erzählen? Na klar, freut sich Sven. Ich bring dir nachher meine Kinderbibel. Da steht ganz viel vom Herrn Jesus drin, auch dass er lebt. Jetzt lächelt Mark sogar etwas. Auf einmal hören sie, dass an der Tür geschraubt wird. Es dauert eine Weile. Dann steht der Hausmeister im Fahrradkeller und hält den Jungen die Tür auf. Endlich können sie wieder raus.